Hey liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar werde ich euch heute bei diesem Video zeigen, wie ihr so gut wie alle Apps hacken könnt, dass ihr da unendlich Geld habt oder was in der App wichtig ist. Also 8 Pool Billard und weitere Apps sollten gehen. Also hat bei mir schon geklappt. Und zwar heißt die App, die wir dafür benötigen, Tutu App. Ich lösche sie jetzt einmal. Auf da installieren, deinstallieren. Okay, und installiere sie noch einmal neu, dass ihr die folgenden Schritte auch kennt. Gehe ich erstmal auf Internet. Es ist auch relativ egal, welchen Browser ihr dafür benutzt. So, ich habe es heute mit der Sprache, Leute, tut mir leid. Okay. Schreibt ihr halt oben Tutu App. So, und dann solltet ihr auf das zweite klicken. Und dann die Leute, die es nicht finden oder so, das ist überhaupt gar kein Problem, denn ich werde diese Seite unten nochmal verlinken bei euch. Unter dem Video. So. Dann nehmen wir erstmal, gehen wir auf die neue Version. Dass da nicht veraltete Apps oder so sind. Auf Download. So, Daten herunterladen machen wir. Weiter herunterladen. Download wird gestartet. Dauert das vielleicht einen Moment? Ja, aber geht ja relativ schnell, ne? Dauert ja gar nicht mal so lang wie erwartet. Müssen wir ein bisschen warten. So, wer mag, kann hier auch gerne vorspulen. Aber wird nicht lange dauern. Komm schon. Kleines Stück, ach, super. Hat geklappt. Dann auf Installieren drücken und keine Sorge, da oben steht halt nur die Folgen des Downloads. Könnt ihr auf Pause klicken, wenn ihr euch es in Ruhe vorlesen wollt. Wird installiert. Auf Öffnen. Klicken auf Öffnen. Sofort probieren. Okay, und so sollte das Ganze aussehen. Ich könnte dann schreiben, welche App ihr wollt. Ich nehme mal jetzt. Wie ihr seht, gibt es da alle Apps. Ja. Da gibt es echt alles. Okay, und dann werde ich euch noch einmal zeigen, wie das aussieht bei einer App. Also dieses 8-Pro-Billard habe ich ganz normal runtergeladen, weil ich finde das ein bisschen scheiße so. Der Spaßeffekt geht weg. Aber jeden seins, ne? Den einen oder anderen wird das sicherlich gefallen. Habe ich gar keine Einwände. Okay, dann zeige ich euch einmal, wie eine App aussieht, wenn die gehackt ist mit unendlich Geld und was da wichtig ist. Okay, Leute, so sollte das aussehen, wenn man das Spiel erfolgreich gehackt hat. Ihr seht oben hier die Zahlen. Ja, also schon echt maximal. Es geht auch nichts davon weg. Dann kann man hier die Waffen halt alle kaufen. Die kostet jetzt
135.000 von diesen Geldstücken oder 80 von den Goldmünzen. Ja, könnten wir hier theoretisch.